denkt bitte unbedingt an das Abo mit dem Glöckchen, denn nur so bekommt ihr eine Info, wenn es ein neues Video gibt. Über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten und das müssen wir dringend ändern. Also vielen Dank an der Stelle. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen, denn Mitte Dezember gibt es noch was ganz Leckeres und da bin ich mir sicher, dass du dich freust, wenn du einer der Ersten bist, wenn du dieses Video anschauen kannst. Also, abonnieren mit Glöckchen. Ich freue mich. Danke. Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar wieder aus dem Hause Tittoni. Auch wenn es erst ein paar Wochen her ist. Heute ist sie rausgekommen. Die Seascoper 300. Ganz frisch und lecker. Hier mit schwarzem Zifferblatt und blauer Lünette. Macht richtig, richtig gut was her. Preislich bewegen wir uns hier in einem wirklich sehr attraktiven Bereich. Die Seascoper 600, die ich hier auch noch mal kurz zeigen möchte, die war ja schon preislich echt der Knaller für das, was man da bekommt. Aber die Seascoper 300, denke ich, wird so einige von euch hinterm Ofen vorlocken, die gesagt haben, Mensch, knapp 3000 Euro, das ist mir jetzt doch ein bisschen viel. Ja, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr euch die Uhr noch mal genauer anschaut und ihr solltet sie euch auch genauer anschauen. Ja, hier ist auch noch mal kurz schon mal die Schließe gezeigt. Ich zeige sie euch auch gerne wieder von vorne am Arm. Ist natürlich jetzt noch viel zu groß. 42 mm Durchmesser. 12,5 mm Bauhöhe. Trägt sich wirklich sehr angenehm und ihr seht, wir haben auch wirklich richtig Luft, auch für große Handgelenke. Drei Finger sind drin und ja, ich bin aktuell bei 19,1 heute Morgen Millimeter Durchmesser Handgelenk. Das schwankt im Moment immer so ein bisschen, je nachdem, ob ich gerade wieder einen Fresskick habe und ein paar Kinderschokolade, Schokoladenriegel in mich reinstopfen muss oder eben nicht. Aber von daher unterscheidet sich das so ein bisschen, aber ja, sie sieht schon, also ist eine tolle Uhr. Man könnte sie jetzt auch Batman nennen. Schwarzes Zifferblatt, blaue Lünette. Warum eigentlich nicht? Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dem Unboxing. So, kommen wir zum Unboxing. Hier ein schönes Garantieheft, dunkelgrün. Schöne dicke Pappe, ganz tolles Papier. Kostzertifizierung. Internationale Garantiekarte, 2 Jahre und dann nochmal 1 Jahr, wenn die Uhr das T10 Manufakturkaliber hat oder ein Chronometer ist. Also insgesamt 3 Jahre Garantie auf diese Uhr. Die Kostzertifizierung, auf der Rückseite das Zertifikat und hier die Bedienungsanleitung. Kurz und knackig, alles vorhanden, richtig schön gemacht, gefällt mir sehr gut, tolle Papierstruktur, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja, sehr gut, gefällt mir. So, kommen wir zur Tittoni-Verpackung. Jeder, der die Seascoper 600 schon kennt und das Video von mir, kennt auch dieses Unboxing dieser Verpackung, denn es ist die gleiche. Zum Vorschein kommt die Holzschatulle mit dem schönen Metallschild, was ich richtig cool finde. Schön kühl. Die Schrauben zeigen wieder alle in die gleiche Richtung. Fand ich beim letzten Mal auch schon ziemlich toll. Ja, so. Und hier haben wir das gute Stück. Schön verpackt. Die Tittoni im Deckel, stellt er hier mal unscharf. Naja. So. Das war das Unboxing. Der erste Eindruck ist wirklich toll, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Die Toni ist ja jetzt hier den Weg gegangen, dass sie die Uhr ein bisschen günstiger machen wollten als ihr Flaggschiff, die Seascoper 600, die es ab 2.910 Schweizer Franken zu kaufen gibt. Und bei dieser Uhr sind wir preislich so interessant, das zeige ich euch später noch. Aber der erste Eindruck ist wirklich sehr, sehr wertig. Schönes Stahlband, blaue Lünette, schwarzes Zifferblatt. Schön mit dem Sekundenzeiger und dem roten Ende und dem Schriftzug Seascoper 300. Gefällt mir wirklich sehr gut. Seascoper am Handgelenk. Ja, tolle Uhr. Klassische Taucheruhr. Schön aus Edelstahl. Trägt sich wirklich sehr schön. Man sieht hier auch das große Band. Ich kriege 3, wahrscheinlich 4 Finger rein, die ich hier zwischenklemmen könnte. Im Vergleich zur 600er natürlich ein bisschen schwerer. Dafür aber auch deutlich günstiger, denn das Gehäuse ist eben, wie gesagt, aus Edelstahl. Und 300 Meter Tauchtiefe sollte, denke ich, für jeden ausreichen. Am Handgelenk macht sie auf jeden Fall wirklich eine sehr gute Figur. Man merkt ein bisschen das Gewicht, aber das ist ja völlig normal bei Edelstahl. Wie findet ihr sie denn an meinem Arm? Wir haben ja hier 42 mm Durchmesser und insgesamt eine Bauhöhe von 12,5 mm. Das sind wirklich sehr harmonische Maße und die Uhr passt sich auch wirklich sehr, sehr harmonisch meinem 19,5 cm Handgelenk an, wobei es heute Morgen wieder etwas mehr als 19 war. Ja, vielleicht specke ich es doch ein bisschen ab. Schauen wir mal. Auf jeden Fall passt die Uhr zu jedem Dress, wie ich finde. Sei es zum Hemd, Sakko, Polo, Neoprenanzug. Da müsst ihr euch nur noch die passende Farbe aussuchen und los geht's. Das Gehäuse ist taucheruhrentypisch. Wie bereits erwähnt, 42 mm Durchmesser. Man sieht hier sehr schön den Schutz der Krone, damit man nirgendwo aneckt. 300 Meter Wassertiefe ist angesagt. Heliumventil gibt es nicht. Ist bei dem Preis jetzt aber auch nicht zu erwarten. Sehr schöne Uhr, wie ich finde. Was sagt ihr denn? Ist das eure Farbe? Schwarz und Blau? Das Uhrenglas besteht aus Saphir. Was soll man da auch anderes erwarten? Beidseitig Antireflex beschichtet, dass man es noch besser lesen kann, auch beim Tauchgang, so wie abends, wenn man mal unterwegs ist. Ich habe auch immer hier das Gefühl, ich will in das Zifferblatt greifen, weil man denkt, es ist kein Uhrenglas verbaut. Sehr geiler Effekt. Gefällt mir. Das Zifferblatt wird nicht neu erfunden, warum auch. Genau so muss eine typische Taucheruhr aussehen. Alles ist vorhanden, Datum, schöner Sekundenzeiger, schnell ablesbar, schöner Schriftzug, 3D-Logo von Titoni, der Schriftzug. All das zeichnet die Taucheruhr aus, auch sehr harmonisch mit der sehr flach anliegenden Lünette. Kommen wir zu Lünette. Rastet sehr sauber ein, hat kein Spiel. Es war auch nichts anderes zu erwarten. Denn die Qualität von Titoni ist wirklich sehr, sehr gut. Wie alles verbaut ist mit dem Saphirglas, die Lünette, das Gehäuse. Ist einfach rundum eine perfekte Uhr. Und es muss nicht zwingend immer die 600er sein für knapp 3000. Sondern es reicht auch diese. Hier sehen wir schön das Armband. Diese Variante besteht aus Edelstahl mit Faltschließe, ganz einfach zu öffnen und zu schließen. Eine Tauchverlängerung oder ähnliches haben wir hier nicht verbaut. Auch eine Feinjustierung ist nicht vorhanden. Aber die Glieder sind relativ schmal,
sodass man die Uhr sehr gut an sein Handgelenk anpassen kann. Wer es noch ein bisschen bequemer mag, der greift einfach zu den schicken Textilbändern, die es reichlich zur Auswahl gibt, oder zu dem schönen Kautschukband, was ich auch sehr mag. Beide Varianten habe ich nicht getestet an dieser Uhr. Mir liegt die Uhr nur mit dem Stahlband vor, was aber auch wirklich sehr, sehr gut zusammenpasst. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Was sagt ihr denn? Lieber am Textil oder Edelstahl oder doch lieber Kautschuk? So, schauen wir uns jetzt die aktuelle Broschüre von Titoni an, die Seascoper 300 und deren Farben. Hier sehen wir schon die ersten zwei, ganz grün und ganz blau. Hier sehr schön zu sehen, die schwarze Variante mit der blauen Lünette, wie ich sie habe, schön am Kautschuk, passt auch super, finde ich. Das NATO-Band, das Tight-Band, passt hier auch mega zu den Farben. Hier schön das Rot, wie hier der Schriftzug und der Sekundenzeiger. Das sieht alles sehr, sehr geil aus. Und hier in ganz blau, blaues Zifferblatt und blaue Lünette, schön am Stahl. Ja, macht richtig, richtig gut was her. Ich würde mir an eurer Stelle auf jeden Fall gleich die beiden Bänder mit dazu holen, je nachdem, was ihr euch für eine Uhr, für eine Variante holt. Aber somit habt ihr ja immer die perfekte Auswahl in der Schublade. Sieht richtig klasse aus. So, hier nochmal ein paar Spezifikationen. Super Luminova BWG 9 ist auch mit drin. Hier zeige ich euch nochmal ein Foto. Hatte ich auch eingangs schon gezeigt in dem Trailer. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Lum. Dann sehen wir hier die schwarze Variante. Finde ich auch sehr nice mit dem Orange. Und hier das NATO-Band, das Tight-Band und Kautschuk-Band. Und am Stahl ist ein bisschen zurückhaltender. Hier die Kostzertifizierung. Hier auch nochmal der Link, bin ich auch unten mit in die Beschreibung. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, was das alles auf sich hat. Hier die grüne Variante, finde ich auch richtig klasse. Da wüsste ich gar nicht, welche Variante ich besser finden würde. Hier würde ich es jedoch gut finden, wenn man hier vielleicht ein ähnliches Band hätte wie bei der blauen, dass man hier eine grüne Linie drin hat. Dass sich das hier so durchzieht. Ja, aber ansonsten macht die auch richtig gut was her. Finde ich auch sehr schön. Gefällt mir. Grün ist ja sowieso auch so eine Trendfarbe. Seit 2 Jahren fast. So, und hier sehen wir nochmal alle in der Übersicht. Außer meine hier gezeigte. Da ist die Referenznummer ja in der Beschreibung. Die fehlt dir quasi in der Mitte. Und ansonsten könnt ihr hier die Preise sehen. Super spannend, ab 1550 Euro geht's los und am Stahl eben 1615. Ihr seht hier auch gleich die Referenznummern, die einzelnen. Wenn es da Fragen gibt, fragt gerne. Welche Uhr und mit welcher Variante, mit welchem Armband ist denn euer Favorit? Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Hier nochmal ein paar Key Facts. Hier nochmal die Bänder. Kautschuk Tight aus dem recycelten Ozeanplastik. Sehr coole Idee. Sind auch sehr fest, sehr steif. Also dadurch kann man sie wirklich, also es ist nicht so labberig wie NATO, sondern wirklich sehr fest. Wirklich sehr gut. Und hier das, was ich euch auch schon gezeigt habe, die Box, die Garantiehülle und das, was drin ist. Seit 1919. Preis und Fazit. Die Seascoper 300 kostet schlanke 1615 Euro. Wer sie sich am NATO oder am Kautschuk kauft, zahlt nur 1550 Euro. Wer hier und da auf einige Details verzichten kann, wie das Heliumventil oder die 600 Meter Tauchtiefe statt 300 Meter,
und dass Selita 200-1 dem Vorzug gewährt, was auch KOSC zertifiziert ist. Es ist eben auch ein Chronometer, ein zertifizierter. Der sollte zu dieser Uhr greifen. Wer es dann doch High-End-mäßig haben möchte, greift zur 600er, die verhältnismäßig immer noch sehr günstig ist. Schaut man sich Uhren in diesem Preissegment an, werdet ihr ganz schnell feststellen, dass Titoni hier für das, was sie bieten, ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das muss ich wirklich sagen. 3 Jahre Herstellergarantie, das hat schon was. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich hoffe, ich konnte euch die Uhr schmackhaft machen. Denn was hier preislich geboten wird, ist wirklich sehr, 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 sehr gut, muss man wirklich so sagen. Schaut es euch nochmal an, hier am Arm, ganz tolle Uhr. Lasst gerne ein Abo da mit dem Glöckchen, so bekommt ihr alle Infos, sobald es ein neues Video gibt. Link zu den Titonis, alle unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, gerne auf mich zukommen. Ich kann das direkt mit Titoni klären, wenn wir irgendwas nicht gezeigt oder erklärt haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis dahin, ne? Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.